Ja, und somit ein recht herzliches Willkommen zu World of Warships Legends, liebe Freunde. Und ja, zu einer heutigen Runde, die ich auf der PS4 gefahren bin und dann natürlich gleich aufgenommen habe. Hat sich so ergeben, dass ich auf der PS4 gespielt habe, nicht auf der PS5, falls man es auf den Buttons und so sieht dann. Aber egal, um das geht es ja nicht. Es geht um diese Runde hier. Und ja, ich würde sagen, ich werde es wahrscheinlich im Titel oder im Thumbnail eh schon gelesen haben, was grob passiert ist. Ja, ich verrate jetzt noch nicht, wie es ausgeht. Wir schauen uns das Ganze einfach an. Ich würde mal sagen, ich habe alles gegeben. Oder versucht, alles zu geben. Ja, die 6 Kills. Ja, das ist natürlich auch immer ein bisschen Zufall und ein bisschen Glück dabei, ist auch klar. Aber ja, die haben wir auf jeden Fall gehabt in der Runde. Und ich glaube, wir haben so gut ging alles versucht. Und ja, die Caracciolo ist auch echt ein starkes Boot, finde ich. Also die ist wirklich gut. Die ist wirklich gut. So, am Anfang bin ich immer so, weil ich nicht gewusst habe, ich habe mir überlegt, ich fahre nach links zur kompletten Flotte rüber, weil, ja, ich mag nicht da in Unterzahl fahren und dann kommt drüben die Mehrzahl der Schiffe rüber und dann, ja, es ist immer bitter dran. Also wenn zu wenig sind. Das ist nur ein Kreuzer, der Richtung C fährt und ja, ansonsten der fährt von der Mitte da auch Richtung A eher rüber oder keine Ahnung, wo er hinfährt. Haben wir gedacht, ja, ich fahre jetzt mal darüber. Aber keine Sorge, bis A fahre ich gar nicht. Ich fahre mal so grob um die Insel, glaube ich. So, da habe ich jetzt bemerkt, dass ich eigentlich HE drin habe. Und schalte das gleich mal um. Das war höchstwahrscheinlich die letzte Runde. Da ging es wahrscheinlich gegen einen Zerstörer. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ist schon wieder ein paar Tage her, wo ich gefahren bin, glaube ich, mit der. Ja. Da hat versucht der Miyoko uns, oder? Nein, keine Ahnung. Ich glaube, ein Scharnhorst ist irgendwo da hinten in der Ecke auch. Aber hat uns jetzt nicht wirklich interessiert. So, dann schauen wir mal. Kalifornien und ich glaube, der Ismail ist auch da in der FB, oder? Ziemlich aggressiv reingefahren. Ziemlich aggressiv reingefahren und ja, den Kollegen versuchen wir gleich einmal einen Hit zu verpassen. Ja, da ist die Bayern schon einmal raus. Das war wieder super gut. Guter Anfang und ein Kreuzer auch schon von uns. Habe ich gar nicht gesehen, so schnell ging das, ja. So, wir warten jetzt, bis der ein bisschen breit dreht. Ja, da kassiert er schon mal Torpedos, das war gut. Und wir legen gleich einmal nach. Gute Zita und das war noch gar nicht einmal der erste Kill. Aber schon mal ein guter Hit. 20k knapp. Ein bisschen Abzüge vom ersten Hit, aber das war ja eine solide Salve. Ja, da kommt der Kalli, der macht, nee, ich will den eigentlich rausnehmen. Warte, jetzt dreht er wieder in die Richtung. Ich schieße jetzt mal, falls er sich doch wieder anders überlegt. Noch dreht er, ja. Und das passt da ganz gut. Und da ist der erste Kill. Sehr schön. Perfekt. Und drüben ist auch gleichzeitig die Dallas rausgegangen. Also steht es eh 3 zu 2 zwar noch für die anderen nach Abschüssen. Aber ja, alles möglich noch. Leider haben sie B und C aktuell. Und A nehmen wir gerade mal erst ein. Ja. Und das Gute hier ist auf der PS4 wieder, Freunde. Ich muss, das kann ja nicht sein, dass ich auf der PS5, wenn ich dasselbe Programm und alles laufen habe, dass ich da den Spielsound nicht höre, wenn ich das nachvertone. Hier höre ich es nämlich. Das ist, obwohl es auch die Share Factory ist. Sehr mysteriös. Da muss ich mal schauen in diese allgemeinen Einstellungen. Aber das ist nur am Rande. Es interessiert ja euch im Prinzip nicht, aber weil ich es früher schon 2-3 Mal erwähnt habe. Ist ein bisschen verwirrend, wenn man da gar keinen Sound hat, aber das muss ich nochmal nachforschen, ob man da irgendwo was einstellen kann. Gibt's ja gar nicht. So, dann macht, ja, den Kalli, den können wir noch einmal
eine mitgeben. Ja, in dem Fall habe ich es dann schon wieder ein bisschen umgedreht oder fahre fast schon wieder zurück. Da ist die Miyoko, ja. Dann hat mir der Seraph gesagt, ich soll ihm da helfen, natürlich logischerweise. Das habe ich gar nicht gecheckt, natürlich gleich quittiert. Habe ich gar nicht gecheckt, dass da hinten der Flugzeugträger von uns ist. So gut habe ich da aufgepasst. Haben wir gedacht, ja, okay, dann werden wir halt den Miyoko mal schauen, ob wir den nicht hier einen Gruß rüberschicken hier. Steuerung ist gut. Wait for it. Jo, und da ist er raus. Vernichtet der Schlag, zwei Zitas. Ja, abgehakt. Der Kumpel ist mal weg. Wie gesagt, unsere Performance hier, zwei Kills einmal von vier. Das kann sich mal sehen lassen. 61.000 hier nach den ersten knapp über 5 Minuten. 61.000 Schaden verursacht. Ja, passt ganz gut. Ja, 18 Medaillen braucht man jetzt für die neue Aufgabe, die man dafür 3 oder 3,5 Millionen sich holen kann für die Superkiste dann. Oder Super 5 oder wie heißt's? Ja. Da passt es auch ganz gut, wenn wir hier ein paar Medaillen auch machen. Also ein paar werden es noch, kann ich euch versprechen. Ich weiß nicht, ob ich das im Sandnell alles drin habe. Könnte sein. Ja. So. Da habe ich mich ein bisschen auf den Kali hier fokussiert. Und eigentlich gar nicht nach links geschaut irgendwie. Ich weiß gar nicht. Zum Glück schießt da keiner auf uns von drüben irgendwo. Da in A fährt auch ein DD. Den werden wir später auch noch treffen. Ja, hier eigentlich fast ein bisschen Pech, dass wir den noch nicht rausgenommen haben, komplett. Aber ich glaube, wir bekommen noch die Chance. Die Salve hier vom Kollegen ging daneben. Ja, ich wollte nicht mit den Hintern geschützt, ich wollte nicht, er schaut doch in die Richtung, ich wollte nicht zu breit stehen. Jo. Kill Nummer 3 haben wir dann doch geschafft. Wunderbar. Also die Geschütze sind wirklich unglaublich von der Caracciolo. Ich weiß nicht, ich mag das Boot einfach. Ich mag das Boot. Auch die Andrea, witzigerweise, also witzig, was heißt witzigerweise, am Anfang wurde da gesagt, die Andrea da, die Andrea Doria im Vergleich zum Vierer ist nicht so gut. Ist ein Abstieg. Und, aber ich fand die auch gut. Also ich bin die gerne gefahren. Der ist immer da hinter der Insel, ich weiß nicht. Der ist einfach stehen geblieben. War der AFK? Ich glaube, zum Schluss sieht man da 0 Punkte bei ihm. Ich glaube, das war er. Oder war da noch ein zweiter Scharnhorst? Ich weiß es gar nicht. Ja, Scharnhorst muss ich auch wieder mal eine Runde drehen. Das ist ja auch schon wieder ewig her, wo ich das letzte Mal gefahren bin. Sogar die B, die Black, ja, genau die habe ich ja. Das ist ja auch wirklich unfassbar. So, jetzt haben wir gedacht, ja genau, B fahre ich mal rein, weil wir sind ja doch relativ weit über 300 Punkte hinten von den Punkten her. Boottechnisch ja auch wieder oder noch immer eins hinterher wieder die ganze Zeit, also eins weniger bei uns. Das zieht sich so wie ein roter Faden bis zum Schluss fast, obwohl, ja, ich glaube zum Schluss überholen wir die Kollegen dann doch noch. Obwohl, nee. Ich verrate mal nichts, ich weiß jetzt selber nicht mehr genau. Nee, Blödsinn, vergesst das wieder. Es wird relativ eng zum Schluss. Ja, da kommt die Fubuki. Der will uns doch hier ein bisschen ärgern wahrscheinlich. Sag mal, was soll ich den? Der wird jetzt da, ja, der wird jetzt wahrscheinlich irgendwo torpen, oder ich weiß es nicht. Was ist mit Scharnhorst? Der macht, ach, da ist er schon. Da sieht man schon das Heck hinten. Entweder ist der jetzt hier AFK, weil er tut nämlich irgendwie gefühlt nichts. Die Geschütze schauen, glaube ich, Richtung Berg, so wie es ausschaut. So, Benni, schau mal, da kommen Torpedos, aber die hat er verkackt, weil ich wieder Gas gegeben habe. Ja, und da habe ich ihn jetzt nicht rausgenommen. Da hätte ich sollen vielleicht noch 2-3 Sekunden warten. So war die Sa, ja. Da hätte ich eigentlich 7 Kills machen können, wenn ich den nicht verkackt hätte hier. Unfassbar, oder? Da hätte ich können sogar 7 Kills machen, weil der hätte mir gehören müssen eigentlich. Wäre ich noch ein paar Meter weiter nach vorne gefahren, ja. So, unser Nebel hier, unser Abluftnebel, habe ich jetzt gestartet, dass mich der DD nicht sieht. Ich sollte eigentlich nach hinten schauen, Richtung DD, das wäre gescheiter.
Mit die Geschütze. Jetzt geht er nämlich lustigerweise, also lustigerweise nicht, aber geht er auf durch unseren super CV hier, der mir den aufmacht. Aber wir können schon früher drauf schießen. Ich habe die Geschütze nicht optimal ausgerichtet. So, er macht dann, ja, da fährt er ganz schön. So, Salbe raus. Zack, vierter Kill. Perfekt. Der ist auch raus. Und jetzt steht es 3 zu 3 mit unseren, mit den ganzen Schiffen. Ja, der CV fliegt mich jetzt da an die ganze Zeit, weil er mich natürlich zurücksetzen will. Und das auch macht. Ja, drüben noch der CV, ein Schlachtschiff und ein Kreuzer. Und aktuell, ja, haben sie A und C und B bin ich zumindest drin und umkämpft. Das eine Schlachtschiff von uns fährt zumindest Richtung C immerhin, aber das ist auch weit weg. Das war leider etwas unglücklich. Wir fighten da wirklich, was geht. Tja, da haben wir den Nürnberg gemacht. Ja, da sogar das Bergsymbol. Haben wir da mal ein paar Murmeln rüber. Zack! Da ist die Krake raus, ist er. Unfassbar, oder Freunde? Unfassbar. Da haben wir schon 5 Kills. So schnell kann es auch gehen. Dann fährst du die nächste Runde, machst keinen Kill, weil alle anderen abstauben. Aber ja, wenn du ein paar Mal fährst, dann... ja, irgendwann einmal ist das Glück auch auf deiner Seite. Ja, zum Glück tun uns die Torpedos hier vom Kollegen nicht wirklich weh, vom Träger, irgendwie gefühlt. Also, ich habe extrem Glück gehabt, dass ich da irgendwie nie einen Wassereinbruch auch, glaube ich, bekommen habe vom Träger hier. Also, den seine Torpedos, ja, haben mich nicht wirklich gejuckt. Da fliegt er uns schon wieder an. Was soll ich jetzt? Ich muss aber beschleunigen, ich kann nicht stehen bleiben. Ich will auch aber einerseits B einnehmen. Irgendwie schaut es aus, als würde es dann doch irgendwie funktionieren. Da kommt er nämlich schon wieder. Jetzt bremse ich nämlich voll ab. Dann nehme ich aber vorher schon B ein. So, jetzt Freunde, jetzt wird es eng hier. Uiuiui, ui, volle Bremsung. Und da sind wir Gott sei Dank davon gekommen. Aber hätte uns auch nicht wirklich jetzt geschadet, sage ich mal. Es wäre jetzt nicht spielentscheidend gewesen. Aber das haben wir gut abgebremst, weil wir ihn schon gesehen haben, dass er kommt. Da war gerade die West Virginia. So, da komme ich wieder Torpedos. So, jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht den vorne kassieren. Ja, ist trotzdem, aber ist uns egal. Ist uns egal, nächsten Heal rein hier, passt schon. Und wieder keine Flutung. Also da haben wir wirklich, da war das wirklich auf unserer Seite, dass wir keine Flutung bekommen haben. Das Glück hier. Ja, jetzt überlegt, ja, West Virginia oder, ja, pff, der ist ja da hinten irgendwo, da ist aber unser Schlachtschiff, vielleicht kann der den rausnehmen. Also wir können es nur mehr gewinnen, wenn wir beide rausnehmen. Und die sind ja nur mehr zu zweit drüben, jetzt haben wir die nämlich boottechnisch überholt. Und da ist die Furious aufgegangen, weil unser Träger den aufgedeckt hat. Und unser AB aber gegen die Furious, ja... Was waren das? 2 Oberpants? Ich kann es hier im kleinen Bildschirm relativ schwer erkennen. Ich glaube, ich hätte sollen vielleicht doch auf HE wechseln. Weil irgendwie, ja, ist unser Kaliber, glaube ich, zu groß für die Fury, so wie es ausschaut. Da habe ich mir wirklich, aber ich habe mir gedacht, ich Breitseite, ich muss da einfach AP, es hilft nichts. Es hilft einfach nichts. Wir müssen hier, ich muss hier AP raushauen. Ich muss hier AP raushauen, das hat bis jetzt so super funktioniert und dann... Ja, klappt das hier nicht so wirklich, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, 2 Caps haben wir mittlerweile, aber das ist dann doch zu wenig. Das geht sich natürlich nicht mehr aus, logischerweise, auch von den Punkten her. Ja, der Träger fliegt uns hier an und fliegt uns hier an. Aber ja... Es bringt ihm nichts. So, jetzt haben wir den Unterstützer noch bekommen hier. Aber unsere müssen wirklich HE schießen, aber er macht das, gibt's ja nicht. Das muss doch irgendwie klappen hier. Und es geht einfach nicht. Ah, ich hätte müssen HE. So, jetzt haben wir noch einen klaren Himmel. Haben wir ihm den 20. Flieger abgeschossen.
Ah, da versuchst du es noch einmal hier. So, zack, noch einmal. Jetzt muss doch irgendwas, gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ist fast damals sogar jetzt eine Zitadelle geschafft. Wahrscheinlich besser, wenn er ein bisschen schräg gefahren wäre, glaube ich fast. Also wie Breitseite, ich weiß nicht, keine Ahnung. Und Freunde, da ist der siebte Kill. Da ist der siebte, sage ich, der sechste. Der siebte wäre es mit der Scharnhorst eigentlich fast gewesen. Und die West Virginia hat sie irgendwo sehr gut versteckt anscheinend. Ich sehe sie gar nicht mehr. Ich glaube, die ist noch übergeblieben. Genau, leider aus diesem Grund haben wir verloren. Ich glaube, wir haben alles gegeben. Viel mehr wäre nicht mehr drin gewesen. Ja, ich sehe jetzt gerade, feldzugstechnisch bin ich jetzt auch auf 99 da gekommen in dem Fall hier. Eins fehlt noch. Ja, 125.000 Schaden. Feuerfest, klarer Himmel, Krake-Unterstützer, vernichtender Schlag und Großkaliber haben wir hier geschafft. Das ist natürlich sehr schön. 6 Kills, ja, 6 Sitters, einmal erobert. 23 Flieger abgeschossen, kann man noch sagen. 125.000 Gesamtschaden. Ja, 6.048 EP, aber leider im Verliererteam. Das war das. Also mit 6 Kills die Runde verlieren ist schon bitter. Alleine wegen den Punkten, oder? Wie viel hätte man denn da gehabt? Weiß das wer von euch? Auf wie viel wird man da kommen? Wird schon an die 3.000 rangehen fast, oder? Ich weiß es leider selber nicht auswendig. Da ist ein, war noch ein zweiter Scharnhorst, ich weiß gar nicht, über 300.000 Credits. Nee, das war der eine, der war aber, ah, da war er doch AFK, ja. Das wäre noch unser siebter Kill theoretisch gewesen. Ja, da hinten bei uns Bayern, Pensacola, Devonshire, ja, die waren nicht wirklich stark. Warspite, Seraph war uns gut dabei, Icarus war auch gut, ja, dann ist es ein bisschen abgeflaut. Ja, wenn noch einer dabei gewesen wäre, der vielleicht einen dicken besser gewesen wäre als die anderen drüben, aber ja, so ist es halt immer. Hätten wir die Runde sogar gewonnen. Hier in dem Fall wäre es wirklich geil gewesen, wenn wir die Runde gewonnen hätten, aber naja, was soll's. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne ein Däumchen da, würde ich mich freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video oder zum nächsten Stream. Bis dann, Freunde. Danke fürs Einschalten. Ciao, ciao.